Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 4. Ich bin der PS4-Zocker YouTube Gamescom und viele OpenMind-Abonnenten sprechen gerade über mich. Und auch OpenMind hat meine Videos gesehen. Das ist der YouTuber mit über 100.000 Abonnenten, der hier über Drogen redet, über Pilze, über ihre Wirkung, über MDMA, über die Pilze und über die bewusstseinserweiternden Eigenschaften von Drogen. Aber ich stehe zu meiner Meinung, dass Drogen scheiße sind und dass du mit deinen Videos natürlich auch irgendwie auch die Leute anregst, Drogen zu nehmen. So, erstmal wollte ich mich bei dir bedanken, OpenMind, dass du mich auf Facebook auf das kommentiert hast. Natürlich kommst du nicht in den Himmel. Natürlich kommst du nicht in den Himmel, OpenMind. Denkst du wirklich, du kommst in den Himmel? Denkst du, Jesus hat damals schon hochreines MDMA zu sich genommen? Denkst du, Maria von Bethlehem hat Kokain genommen? Nein! Haben sie nicht! Damals gab's nur Hammelfleisch und Kamelmilch. Das gab's damals. Deshalb kommst du nicht in den Himmel. Drogen sind eine Sünde. So. Ich spreche hier nicht über Zigaretten. Ich spreche auch nicht über Alkohol. Ich spreche über über diese anderen Drogen. Du weißt ja schon Bescheid. So. Und wie schon gesagt, mit dir werden keine Projekte gemacht. Du hast die Chance auf jeden Fall verspielt. Aber wie schon gesagt, du kannst mich gerne herausfordern. 1 vs 1 in GTA 5 auf der PS4. Mein Gamertag ist YouTube Gamescom. Wenn du dich traust. Ich bin bewaffnet, Open Mind. Und wenn du mich besiegst. Also nee, wir machen das anders. Ich habe ja schon Montana Black herausgefordert. Du und ich, wir beide, spielen GTA 5 Open Mind. Du kannst dir gerne irgendwas reinziehen, was da alles gibt. Und dann machen wir hier, stehen wir 10 Meter nebeneinander hier. Also 10 Meter stehst du da vorne und ich stehe 10 Meter hier. Und dann der Erste, der den anderen umbringt mit dem Messer in GTA 5 auf der PS4. Ja, der ist der Sieger. Und wenn ich gewinne, hörst du auf, Drogen zu konsumieren. Und wenn ich gewinne, dann werde ich eine dicke Tüte Marihuana rauchen und das auf YouTube stellen. So, so ist das Angebot. Ich hoffe, du meldest dich bei dem Angebot. Ich meine das ernst. Total ernst, Open Mind hier. So, was wollte ich noch sagen? Ja, vielen Dank für die ganzen Likes. Hab mich sehr gefreut, dass es auch noch Unterstützer gibt, die gegen Drogen sind. Und das finde ich richtig cool. Mein YouTube-Kanal geht richtig ab gerade. Ich fühle mich richtig fame, muss ich ja wirklich sagen. Immerhin hat OpenMind mich auf seine Facebook-Seite gepackt. Und das schafft, denke ich mal, nicht jeder. Ich denke mal, da habe ich eine sehr gute Arbeit geleistet, nicht wahr? Yes. Okay. So sieht's aus hier. Munition ist alle. Was gibt's noch zu sagen? Ja. An die Abonnenten von OpenMind, respektiert meine Meinung. Ich habe OpenMind ein Angebot gemacht. Wenn er mich besiegt in GTA, dann nehme ich auch Drogen. So. Jetzt müssen wir noch die Bullen abknallen. Ah. So. Jetzt passt mal auf hier. Guck mal. Ohne Drogen. Ohne Drogen mache ich das hier. Schaffe ich hier wunderbare Kills. Guck mal hier in GTA. Pass mal auf. Ich bin 100% clean, ehrlich. Jetzt. Guck mal. Oh, fuck. Guckt euch den coolen Killer an. Nein! Los, pass auf hier. Pass
auf, wie gut ich zocken kann. Achtung, Achtung, so macht man das. Ja! Nein, ich bin tot! Alter! Nein! Okay, das war's. Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Euer TuGamesCom auf der PlayStation 4. Und als Zeichen, dass ich es ernst meine, kill ich diesen Mann hier. Ciao und bis zum nächsten Mal. Euer TuGamesCom auf der PlayStation 4.